Und damit herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordor Schatten. Ja, und ich würde sagen, um gar nicht rum weiter rumzulabern, wir gehen zur Hauptmission. Ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Also wir haben die Häuptlinge alle schon fertig, das ist ja auch schon ein paar Parts her. Und den großen weißen Grauk getötet, beziehungsweise wir haben die ja die Mission gemacht ums Jägerterritorium. Ach, das ist meiner. Ja, dann passt das ja. Hi. Hallo. So, der Grauk ist da. Ich wollte bei den Verbesserungen mal reingucken, da leuchtet er schon. Schatten aufsitzen, nimm wir. Sollte ja auch machbar sein dann. So, für Montag, zu wagen, die Mission ist nicht. Machen wir doch. Sollten eigentlich rasch durchkommen, nach den ganzen Skills dann. Mittlerweile mit den ganzen Techniken sollten wir eigentlich angenehm reinkommen. Oh. Kennen wir doch irgendwer. Habe ich doch schon. Marke deine Fahne. Wir müssen sie schnellstens finden. Bewahre Ruhe. Panik erschwert nur deine Schritte. Es scheint, als seien all ihre Männer tot. Deshalb müssen wir sie finden. Sie hat niemanden mehr, der ihr beisteht. Klar.
Perfekt. So, jetzt finden wir sie. Machbar. Hi. Dich nehmen wir eventuell auch noch mit. Na, da wird gleich der Hauptmann kommen. Sie zwang mich zuzusehen, als sie meine Männer einen nach dem anderen töteten. Ich kenne dieses Gefühl. Wir müssen uns beeilen. Die Uruks erheben sich, wenn ihre Brüder fallen. So auch mein Stamm. Plane deine Rache erst, nachdem wir entkommen sind. Ich bin nicht auf Rache aus. Ich kämpfe, weil es falsch wäre, es nicht zu tun. Nicht mehr mein Schwert zu ziehen. Höre meinen Willen. Eine Bürde für dich, Talion. Du wurdest meinetwegen verletzt. Ich bin dir bloß eine Last. Du hast den Geist eines Kriegers. Noch nie traf ich eine Frau mit solch einer Kampfeskraft. Ich hatte keine Wahl. Im Angesicht der Dunkelheit ist es unsere Pflicht, für das Licht zu kämpfen. Spüre meine Klinge! Kopfschuss. Lass sie doch in Ruhe, Mensch. Ich bin hier. Beeilen wir uns. Mein Bein mag gebrochen sein, aber nicht mein Geist. Der Turm Saurons fragte mich, wo du dich verbirgst. Doch ich habe dich nicht verraten. Dann hast du mein Vertrauen in dich bestärkt. So wie du nun das meinst. Der Turm wird gleich auftauchen. Der Ansturm kennt kein Ende. Mein Schwert kann nicht endlos zuschlagen. Folge meinem Willen. Thank you.
Einer mehr ist immer besser. Ich hab genug davon. Ich suche nicht mehr weiter. Haben es gleich geschafft. Komm schon. Peter noch. Jawohl. Perfekto. Warum tust du das? Um die Blutung zu stoppen. Nein. Warum hast du mich überhaupt gerettet? Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Und einen Sohn. Und jeden, der mir nahe war. Bleib bei uns. Meine Mutter kann dir helfen. Ich kann nicht. Ich gehöre hier nicht her. Mein Volk wird dich als Helden ansehen. Da drüben! Dass du allein laufen kann. Ist das deine Antwort? Milady, helft dir! Ihr seid verletzt. Lasst mich helfen. Ihr müsst diesen Ort sofort verlassen. Ihr seid hier nicht sicher. Danke. Waldläufer. Bringen Sie in Sicherheit. Hoffnungslos. Tahel und ihr Volk werden Mordor nicht überleben. Entweder gehen sie oder sie sterben. Herr von Mordor. Nehmen wir doch auf uns. Das wird wohl der Turm sein. Dafür wird die schwarze Hand schon sorgen. Ich werde erstmal dafür sorgen, dass ich erstmal deinen kleinen Po erstmal ein bisschen penetriere. Da muss ich mal so ein bisschen gucken, dass man so ein bisschen schneller durchkommt. Ich muss vorher den Turm noch besiegen, anstatt den Herrn von Mordor. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Orks. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich habe schon Schlimmere verschifft. Halt die Planke gerade! Hey, ich sag was! Königin Marwyn, es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe in eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn